Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Merax Bollerwagen. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Bollerwagen für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Bollerwagen unten in der Videobeschreibung verlinken. Damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Der absolut wichtigste Aspekt, der beim Kauf des Bollerwagens zu beachten ist, ist natürlich die Stabilität. Denn es bringt dir ja nichts, wenn du etwas damit transportieren möchtest und das Ding dann zusammenbricht oder so oder sich schlecht lenken lässt, ja. Ich denke mal, das ist in keinem Interesse. Bei diesem Bollerwagen gefällt mir die stabile Verarbeitung wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier einen robusten Bollerwagen zum fairen Preis bekommst. Aber ich muss auch ganz klar sagen, es gibt wirklich hunderte verschiedener dieser Dinge auf dem Markt und es kommt immer so ein bisschen an deine Ansprüche an, auf deine Ansprüche an, welches Modell am besten für dich ist. Auch wie viel Gewicht du da transportieren möchtest, ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Also darauf solltest du auf jeden Fall nochmal achten, ja. Willst du eher schwere Sachen transportieren oder nur kleinere Einkäufe oder so, ja. Das ist schon mal ein sehr wichtiges Auswahlkriterium. Dann die Farbe. Also von der Farbe lassen sich leider viele Leute oft täuschen, habe ich so den Eindruck. Die denken, ja, wenn der jetzt besonders hübsch aussieht, der Bollerwagen, dann ist der auch besonders stabil, aber das ist natürlich nicht unbedingt der Fall, ja. Also lass dich nicht von super schönen Farben blenden. Ich finde die optische Gestaltung hier echt doch immer noch ansprechend. Ich finde, der sieht gut aus, aber wie bereits gesagt, auch die Stabilität macht in meinen Augen einen guten Eindruck und das ist natürlich der wirklich wichtigere Faktor, ja. Zumindest in meinen Augen. Aber auch das ist debattierbar. Wie bereits gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Gewicht du transportieren möchtest. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Bollerwagen absolut in Ordnung. Ja, deswegen solltest du dir hier einfach nochmal die Frage stellen: Ist das das richtige Modell für dich oder nicht? Diese Frage kann ich dir natürlich nicht beantworten, ja. Ich kann nur das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten und das wirkt auf mich wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass sich dieser Bollerwagen sehen lassen kann, aber wie bereits gesagt, es gibt tausende dieser Dinger auf dem Markt. Also kauf nicht zu schnell, schau dich ein bisschen um. Für den hier kann ich eine Empfehlung aussprechen, gefällt mir in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Schickes Design, Stabilität gegeben, ja, kann ich nicht meckern. Danke für deine Aufmerksamkeit, ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zum Bollerwagen werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.